So, meine Damen und Herren, herzliches Willkommen zum nächsten paar Stunden Video. Ich bin jetzt gerade an einem anderen Ort und ich weiß, es ist hier wieder mega laut. Eigentlich sollte man auch nicht direkt an der Straße eine An- und Abmord oder generell filmen, aber es geht heute leider nicht anders. Ja, ich habe euch das erste Video, wo ich ja jetzt schon drin war, wo ich bei der Fahrschule selber war, werde ich euch jetzt gleich noch reinschneiden. Ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin im Auto in der Fahrschule und ja, wir fahren heute eine kleinere, größere Runde und viel Spaß mit dem heutigen Video. Hier fragt er mich, wie schnell ich in der Spielstraße rein darf. 20. Ups, da habe ich in dem Moment echt eine falsche Antwort gegeben. Ich bin natürlich 5. Innenspiele, Außenspiele und der Schulterblick. In dem Moment musste mich der Fahrlehrer ermahnen, weil ich anstatt rechts eigentlich hätte rausfahren sollten oder einfahren sollte, bin ich links weiter zu fahren und war dann mein Fehler passiert und dann auch hier wieder Innenspiele, Außenspiele, dann linke, rechte und Schulterblick sollte ich noch ein bisschen lernen. Dann war da gerade auch erst die zweite Fahrstunde. Nach und nach lernt man echt dann in den Stunden auch. In dem Moment hat mir der Fahrlehrer erklärt, wie ich mit dem Lenkrad genau geht. Dass ich echt da nicht festhalten soll, wenn ich nach links oder rechts gefahren bin, sondern das Auto möchte die Reifen automatisch in die geradene Stellung wieder bringen, was in dem Moment mir davor noch unklar war. Ich war dann zwar, dass er mir erklärt hat und erzählt hat, und in den zukünftige Fahrstunden habe ich da hin und wieder versucht anzuwenden. Ich darf zwei, drei Momente, da habe ich da doch nicht geschafft. Aber man ist noch nie vom ersten Mal Fahrstunde. Man lernt da einfach Schritt für Schritt. Und der eine braucht ein bisschen länger, der andere braucht nicht so lang. Was ich auch noch drin lernen sollte, Schulterblick. Rechts ist relativ einfach, aber links, das ist manchmal so, da siehst du sowieso nur die Hälfte und dann, das irritiert mich teilweise. Bin ich denn ehrlich, aber es muss gemacht werden in der Fahrprüfung, ist es erwünschenswert und dann sollte man echt auch machen. So, ihr habt jetzt die erste, die zweite Fahrstunde, habe ich euch jetzt auch mal mitgenommen. Den Fahrlehrer werde ich natürlich unkenntlich machen. Da hatte ich vom Parabol die Action Cam ausgeliehen, die auch echt super war. Ich werde mir irgendwann selber eine holen. Bis dahin brauche ich aber noch ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt zu dem Gebäude, wo der TÜV ist, wo auch irgendwann die Theorie- und Praxisprüfung beginnt. Da laufe ich jetzt hin. Thank you.
Heute habe ich leider meine Essen Pause, weil die aufgeladen werden muss. Heute geht ich wieder zu der letzten Fahrstunde diesen Monat. Heute war meine fünfte Fahrstunde. Gerade wo ich echt aufnehme, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber natürlich fünfte Fahrstunde ein bisschen mehr gefahren, ein bisschen längere Strecke gefahren, um einfach auch dich zu üben und dich zu können, zu wissen. Ja, aber in dem Sinne würde ich auch einfach sagen, ich beende in dem Fall das Video und dann sehen wir im nächsten Monat und dann wieder zu der nächsten Fahrstunde Video im vom Februar. Schönen Tag, macht gut, bleibt gesund, bye bye, ciao.